Karl Rahner gehört zu den führenden Theologen unseres Jahrhunderts. Mehr als 3800 Veröffentlichungen stammen aus seiner Feder. Über 700 Bücher und Zeitschriftentitel beschäftigen sich mit seiner Theologie. Seine Werke sind in alle Weltsprachen übersetzt. Eine eigene Rahner-Forschung ist fast schon wieder zu einer Wissenschaft geworden. Er spricht nicht nur vor Päpsten, Kardinälen und Bischöfen, sondern ebenso vor Ärzten, Psychiatern, Publizisten, Soziologen, Pädagogen und Akademikern aller Art. In den großen Universitäten der westlichen Welt hielt er Gastvorlesungen. Man nennt ihn stärkste theologische Potenz unserer Zeit. Dies alles nimmt er mit heiterer Gelassenheit zur Kenntnis, alemannisch verschmitzt. Jeder, der ihn kennt, weiß, mit welcher Leidenschaft er nicht nur Theologe ist, sondern auch Seelsorger und dass das Ziel seiner Theologie darin besteht, dem fragenden und suchenden Menschen unserer Zeit die überlieferte Botschaft des Christentums so verständlich zu machen, dass er sagen kann, das kann auch ein Mensch von heute genügend verstehen. Als Sie vor kurzem ein neues Buch veröffentlichten, Herr Professor Rahner, wurde Ihnen anonym diese Zeichnung hier zugestellt. Worum geht es da? Sehen Sie, da oben ist ein theologischer Atomphysiker angemalt. Das soll ich sein. Das heißt, ich rede Dinge, die kein Mensch verstehen kann. Darunter sitzen die sogenannten Multiplikatoren. Das sind diejenigen, die das, was ich sagte, weiter vervielfältigen sollen. Darunter sitzen die Simplifikatoren, die bemühen sich, das, was der Multiplikator sagte, in ein verständliches Deutsch zu bringen. Darunter ist dann auf der Kanzel ein einzelner Simplifikator, der verkündet dem Volk der Christen, was da zu sagen ist. Nebendran sitzt Jesus Christus, hör dazu, was da übersetzt ist von dem, was ich verzapft hatte. Und er sagt, ich kann das nicht verstehen. Das ist eben das Los eines Theologieschulmeisters. Herr Professor Rahner, was hat Sie zur Theologie gebracht? Was war der Anfang Ihres theologischen Weges? Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Diese Familie hatte eine gewisse Intensität ihrer Religiosität, ohne deswegen bigott zu sein. Und da lag es für mich eigentlich doch nahe, Priester zu werden und für mich näher als Ordensmann, als Jesuitpriester zu sein, als Diözesanpriester. Was verdanken Sie Ihrem Elternhaus? Inwieweit hat Ihr Elternhaus Sie bewusst oder unbewusst vorgeprägt? Wir lebten in einer damals noch einigermaßen heilen Welt. Wir waren eine Familie, in der, glaube ich, sagen zu können, Liebe und Friede, Vernunft und nüchternes, bestehendes Daseins herrschte. Wir waren 7 Kinder mit einer guten Mutter, die so etwas die Herrschaft in der Familie ausübte und lebten auch sonst in einem Milieu, das durchaus noch kirchlich mitgeprägt war. Am 5. März 1904 wurden Sie in Freiburg im Breisgau geboren und auch Ihre Eltern, Professor Karl Rahner und Ihre Mutter, Frau Luise, geborene Trescher, stammten ebenfalls aus der Freiburger Gegend. Sie sind also Alemanne wie Karl Barth, Martin Heidegger, Bernhard Welte und Max Müller. Man sagt den Alemannen nach, dass sie grüblerisch und verschlossen seien und wie die Pferde arbeiteten. Stimmen Sie dieser Charakterisierung zu? Ich empfinde die für sehr lobend und würdig. Und insofern habe ich nichts gegen diese Charakteristik. Ob sie in sich stimmt und ob sie auf mich angewendet werden kann, das ist natürlich noch mal eine andere Frage. Ihre Schul- und Jugendzeit verbrachten Sie in Freiburg, wo Sie auch zur Jugendbewegung gehörten. Welche Bedeutung hatte damals für Sie die Zugehörigkeit zur Jugendbewegung? Ich gehörte damals dem Quickborn an. Das war eine mehr freie, von der Basis her kommende, nicht so ausdrücklich kirchlich gesteuerte Jugendbewegung, aber doch katholisch und religiös durchaus lebendig und intensiv sich betätigend.
Und insofern habe ich da schon auch einige Eindrücke positiver Art für mein künftiges Leben bekommen, zumal ich ja damals auch auf der Burg Rodenfels Romano Guardini zum ersten Mal kennenlernte. Über Romano Guardini werden wir uns gleich noch ausführlich unterhalten. In jener Zeit der Jugendbewegung schlossen Sie auch Freundschaft mit Pier Giorgio Frassati. Was bedeutet für Sie dieser Name? In den ungefähr 1920, 21 gab es einen italienischen Gesandten in Berlin, der Frassati hieß. Er war Senator des Königreichs Italiens. Er war der Besitzer und Leiter einer großen Turiner italienischen Zeitung, Stampa. Und der schickte seinen Sohn, der damals schon Bergbauingenieurstudent war, in unsere Familie, um Deutsch zu lernen. Dieser junge Mann lebte vergnügt und munter und nett und bescheiden in unserer Familie. Nicht lange, aber immerhin so, dass von da an eine gewisse bleibende Beziehung mindestens einmal mit meiner ältesten Schwester bestehen blieb. Und dieser junge Mann war ein intensiver, können wir sagen, Caritas-Apostel in Turin und ist 1924 durch Kinderlähmung, die er sich bei dieser seiner Arbeit zugezogen hatte, gestorben. Und er wird in Italien verehrt als ein heroisches Vorbild eines jungen Christen. Und es scheint, dass er Aussicht hat, in Rom einmal selig gesprochen zu werden. Im April 1922, drei Wochen nach Ihrem Abitur, sind Sie in den Jesuitenorden eingetreten. Was hat den damals 18-jährigen Karl Rahner bewogen, Jesuit zu werden? Nun, es gab ein Vorbild in meiner Familie, denn mein Bruder, der vier Jahre älter war. Sie reden von Hugo. Von Hugo Rahner, war Januar 1919 in dasselben Offiziat desselben Ordens in Feldkirch eingetreten, nachdem er die letzten Kriegsmonate noch als Soldat miterlebt hatte. Aber ich meine, dass dieses Vorbild nicht so wichtig für mich war. Die eigentlichen Beweggründe sind eben die, dass ich als junger Mann weltanschaulich interessiert, vielleicht auch damals schon ein wenig philosophisch und weltanschaulich aufgekratzt, eben fand, dass mein Lebensziel der Beruf eines Priesters in einem Orden sein könnte, dem eine gewisse Ruf vorausging, der Wissenschaft und der Theologie zu dienen oder mindestens darin auch einen bedeutenden Teil seiner Tätigkeit zu sehen. Man kann also nicht sagen, dass Ihr Bruder Hugo, der drei Jahre vor Ihnen in den Jesuitenorden eingetreten ist, Sie sozusagen nachgezogen hat. Nein, das kann man nicht sagen. Wir waren viel zu selbstständig, die einzelnen Geschwister. Die beiden ältesten Geschwister, die bildeten eine Gruppe in der Familie und ich gehörte erst zur zweiten Gruppe, also zu der Gruppe, bei der dann mein etwas jüngerer Bruder Arzt wurde, sodass man da von einer intensiven gegenseitigen Beeinflussung sicher nicht reden kann. Das zeigt sich schon daher, dass er in einem kurzen Brief in sein Ordensleben hinein, wo er schon längst weg war, erst die Nachricht bekam, dass ich also auch an so etwas denke. War zu jener Zeit, also 1922 herum, die Gesellschaft Jesu noch so etwas wie ein Instrument der Gegenreformation? War im Orden noch etwas spürbar von der Abwehrhaltung des Kulturkampfes? Wir waren natürlich als Jesuiten bis 1916 oder 17 aus Deutschland vertrieben, wir konnten keine Häuser haben. Das wurde aber noch in der kaiserlichen Zeit aufgehoben. Und ich glaube nicht, dass eine spezifisch kulturkämpferische Mentalität bei uns noch herrschte. Es war natürlich damals schon noch ein Orden, in dem, sagen wir mal, eine stramme
neuscholastische Tendenz gegeben war, ein Orden, in dem durchaus Zucht, Ordnung, Gehorsam eine bedeutende Rolle spielten. Aber auch wenn ein großer Mentalitätswechsel jetzt in unserem Orden zu spüren ist gegenüber den Zeiten vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil oder vor dem Zweiten Weltkrieg, so wird man doch nicht sagen können, dass eine betont antireformatorische oder antikulturkämpferische Mentalität bei uns geherrscht hat. Herr Professor, während Ihrer ordensinternen Ausbildung in den Jahren 1927 bis 1929 in Feldkirch im Vorarlberg waren Sie als Lehrer tätig und dort gehörte zu Ihren Schülern auch Alfred Delp, der im Februar 1945 in Berlin als Widerstandskämpfer hingerichtet wurde. Wie haben Sie Alfred Delp in Erinnerung? Was war das für ein Mensch? Ich glaube, dass ich hoffentlich nicht unbescheiden und mit einem gewissen Stolz sagen kann, dass Delp ein guter Freund von mir war. Ich war also der, der ihm noch etwas sein Latein im Noviziat aufpolieren musste. Ich war dann zusammen mit ihm in der Theologie in Falkenburg und auch später rissen unsere Beziehungen nicht ab, sodass ich ihn also relativ kurz vor seiner Verhaftung noch in München von Wien aus besucht habe. Er war ein lebendiger, selbstverständlich in der geistigen Atmosphäre der heutigen Zeit lebender Mensch, ein tapferer Mensch, ein Mensch von einer gewissen starken Vitalität, die auch nicht immer von seinen Obern so hundertprozentig leicht ertragen werden konnte, obwohl er also mit absoluter Treue bis zu seinem Tod an seinem Orden festhielt und unweigerlich oder absolut sich weigerte, in dieser Beziehung sich von den Nazi-Richtern da in Berlin etwas sagen zu lassen. Er war auch ein außerordentlich selbstloser Mensch, der absolut ein Herz für arme Leute hatte im Krieg. Er war philosophisch, gesellschaftspolitisch, wenn Sie wollen, politisch höchst interessiert. Er war natürlich ein Mensch, der zum Beispiel etwas über Heidegger, als erste katholische Buch über Heideggers Philosophie geschrieben hat, das objektiv gesehen nicht furchtbar viel wert ist und längst natürlich letztlich mit Recht vergessen ist. Aber er war seinen Idealen und seiner Sendung getreu und hat das mit seinem Leben und seinem Lebensopfer besiegelt. Er gehört, glaube ich, wirklich zu den großen Gestalten aus dem sogenannten Kreisauer Kreis. Widerstandskreis. Kreis von Widerstandskämpfern. Die nicht so leicht sollten vergessen werden. Brauchen wir heute noch ein Märtyrertum? Ich meine, wir sollten alles vermeiden, dass es Märtyrer gibt, und wir sollten eine innere Haltung haben, dass wir unseren Überzeugungen auch bis zum Tod treu bleiben. Bevor Sie sich im Orden ganz den Fragen von Kirche und Theologie widmen konnten, schickten Ihre Ordensoberen, denen gegenüber Sie ja zum Gehorsam verpflichtet waren, in Ihre Heimatstadt Freiburg zum Studium der Philosophie. Welchen Stellenwert hatte die Freiburger Philosophische Fakultät? Ich war in der ganzen Zeit meiner Ausbildung, also gut 10 Jahre lang, an und für sich dafür vorgesehen durch die Pläne meiner Obern, dass ich später einmal in unserer eigenen Philosophie in Pullach, München, Geschichte der Philosophie
dozieren sollte. Zu dieser Bestimmung schickten mich dann eben meine Obern mit meinem Freund Johann Baptist Lotz, der dann auch immer Philosoph blieb, nach Freiburg, um dort einen philosophischen Doktor zu machen. Und auf diese Weise mich unmittelbar vorzubereiten auf diese Professur der Geschichte der Philosophie. Da waren wir dann in den Vorlesungen und in den Seminaren von Martin Heidegger und ich hoffe, dass wir von diesem großen Philosophen ein bisschen etwas gelernt haben. Es war natürlich nicht mehr so, dass eine solche Begegnung mit dieser damals neuzeitlichsten Philosophie für uns eine absolute Wende bedeutet hätten. Denn wir waren doch auch schon philosophisch in eine modernere Philosophie hinein vorgeprägt durch Joseph Marischal, einen belgischen Jesuitenphilosophen, der ein bedeutendes Werk in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts geschrieben hat. Insofern fiel es uns also nicht besonders schwer, uns im Seminar Heideggers einigermaßen zu seiner Zufriedenheit zu bewegen. Und ich meine, wir hätten doch auch einiges gelernt. Es ist natürlich nicht so, dass eine katholische Theologie unmittelbar thematisch von Heidegger sehr viel lernen kann. Dafür war seine Seinsphilosophie und seine Existenzialphilosophie viel zu abstrakt, wenn ich mal so sagen darf, und viel zu allgemein, als dass man von daher nun ausdrücklich über die heiligste Dreifaltigkeit oder über den Ablass oder über die Menschwerdung des ewigen Wortes hätte lernen können. Aber einen Text zu hinterfragen, eine nicht zu schnell sich zufrieden zu geben, Zusammenhänge in einer Philosophie oder in einer Theologie aufzudecken, die nicht ganz am Vordergrund des Bewusstseins von vornherein standen. Solche und ähnliche Dinge über die eigentliche Existenzialphilosophie als solche hinaus haben wir doch von Heidegger hoffentlich wenigstens gelernt und ich bleibe diesem großen Philosophen, auch wenn er in Deutschland heute etwas vergessen zu sein scheint, immer dankbar. Seit Nietzsche wurde ja kein Denker in Deutschland so begeistert gefeiert und zugleich so entschieden abgelehnt wie Martin Heidegger. Die einen sehen in ihm den großen Philosophen unseres Jahrhunderts, andere halten ihn für einen Scharlatan und verspotten ihn als Mystiker. Sie würden sich auf die Seite derer stellen, die in Martin Heidegger einen großen Philosophen unseres Jahrhunderts sehen? Ich schätze Martin Heidegger als einen großen Philosophen. Natürlich hat er auch seine Enden. Natürlich bin ich der Meinung, dass die Selbstinterpretation Heideggers dahin, dass nach den Vorsokratikern erst er allein wieder einen neuen Anfang der Seinsphilosophie gemacht habe, diese Selbstinterpretation halte ich für etwas überzogen. Aber das ändert nichts daran, dass er ein großer Denker war. Gewiss, er hat auch in einer merkwürdigen Weise, die vielleicht eben mehr in seine Selbstbiografie als in seine Metaphysik hineingehören, die unmittelbare Stellung der Gottesfrage merkwürdig ängstlich vermieden, aber er war auf jeden Fall kein Atheist. Er war ursprünglich katholisch, er hat sogar angefangen gehabt, Theologie zu studieren in Freiburg, bevor er zur reinen Philosophie übergegangen ist. Er hat natürlich auch seine bedenklicheren Phasen
in seiner Geschichte gehabt, in einer gewissen Nähe zum frühen Nazismus in Deutschland, aber er ist und bleibt für mich ein großer Philosoph, der leider Gottes vielleicht in Frankreich und auch in Nordamerika mehr Leser und Bewunderer findet als unter den heutigen Studenten in Deutschland. Man kann natürlich sagen, er war ein Science-Mystiker, aber man kann natürlich auch sagen, wenn ich über das Sein nachdenken will und wenn eine solche Frage eine wirkliche, echte und für den Menschen mögliche, ja notwendige Frage ist, dann braucht man immer noch nicht den Stil von Heidegger zu haben, aber mit dem Vorwurf, dass das mit Mystik gewesen sei, ja. Da soll man doch, glaube ich, vorsichtig sein oder zugeben, dass man eine solche Frage gar nicht anders als mystisch behandeln kann. Wenn ein junger Theologiestudent oder sonst ein Student von heute Sie fragte, wie Sie sich das Phänomen Hitler erklären, wie Sie sich seine überwältigende Dynamik erklären, was würden Sie da antworten? Da würde ich sagen, lieber Freund, ich kann Ihnen natürlich alle möglichen Gründe nennen, geistesgeschichtlicher, wirtschaftlicher und so weiter Art. Auch Gründe, die, weil sie heute nicht mehr bestehen, auch die Gefahr eines normalen Nazismus nicht mehr bedeuten. Aber ich kann Ihnen das Phänomen Hitler nicht erklären. Wie ein solcher primitiver Mann eine solche Attraktion haben konnte, auch auf Leute, denen man ja nicht von vornherein Bildung und Moral absprechen konnte, das ist mir heute immer noch ein Rätsel. Ich gehörte nicht zu denen, aber ich kann mich dessen nicht rühmen, weil, wie gesagt, für einen Priester der katholischen Kirche war von ganz wenigen Zufallsfällen abgesehen, der Nationalsozialismus von vornherein, von beiden Seiten her, keine Frage, wo man ein Ja hätte sagen können. Aber das war schon auch gesellschaftlich so selbstverständlich vorprogrammiert, dass diese eindeutige Opposition gegen den Nazismus für mich kein Ruhmesblatt bedeuten kann. Und man höchstens fragen kann, warum habt ihr nicht sehr viel eindeutiger und deutlicher da protestiert? Ich kannte natürlich in Wien Leute, die mit dem Judenstern herumlaufen mussten. Ich hatte Beziehungen zu Ludger Born und ähnlichen Leuten, auch Jesuiten, die in einer sehr gefahrvollen Weise sich der Juden annahmen, aber im Großen und Ganzen bleibt natürlich doch so, dass wir diesen Wahnsinn über uns ergehen ließen und uns hintendrein fragen können, wie hätten wir es denn eigentlich tun sollen? Ein Alfred Delp, ein Rösch, ein Pater Grimm und viele andere haben natürlich in ihrem kleinen Umkreis auch aktiv gegen den Nazismus gekämpft. Selbst Bischöfe wie Gröber, die ursprünglich sehr wohlwollend meinten, dem Nazismus begegnen zu können, haben durchaus mutig in den letzten Kriegsjahren gegen den Nazismus gepredigt, von Galen ganz zu schweigen. Aber wie hätte man eigentlich da auftreten, arbeiten, protestieren, auf die Barrikaden gehen sollen? Das weiß ich heute auch noch nicht. Wie würden Sie Ihren theologischen Ansatz näher definieren?
Ist es richtig, dass Ihre Theologie nicht von vorgegebenen, einfach zu glaubenden Lehrsätzen ausgeht, sondern bei der jeweiligen Situation des heutigen Menschen ansetzt? Ich würde diese Alternative nicht für berechtigt erhalten. Ich kann als katholischer Theologe in keinem Punkt meines Überlegens, Denkens, Arbeitens absehen von der Frage, was lehrt das kirchliche Lehramt über diese oder jene Frage. Aber auf der anderen Seite kann ich das auch nicht einfach nur beinahe papageiartig repetieren, sondern muss darüber nachdenken, was bedeutet denn das, was soll denn das, in welchem Zusammenhang stelle ich das, um das wirklich existenziell echt rezipieren zu können. Und bei einer solchen notwendigen, der Theologie aufgegebenen Frage ist natürlich die geistige Situation der eigenen Zeit ein unerlässlicher Rahmen, innerhalb dessen die Theologie betrieben werden muss. Und ich muss antworten, was kann ich als katholischer Theologe in der Lehre vom Anfang der Welt, von der Schöpfung sagen, wenn ich unvoreingenommen die Resultate der modernen Physik und der Paläontologie zur Kenntnis nehme. Solche und ähnliche Fragen wurden natürlich im 19. Jahrhundert noch in einer gewissen Weise zurückgedrängt und verdrängt. Und das können wir uns heute nicht mehr leisten. Und so gut ich das konnte, wollte ich also diese Gefahr eines in sich abgekapselten ghetto-katholischen Theologisierens vermeiden. Wie weit ich das fertiggebracht habe, ist natürlich eine andere Frage. Herr Professor Ranner, hat Ihre Theologie nicht eine eigentümliche Art von Rationalität? Ich würde sagen, man kann auch in der Theologie nicht genug, nicht intensiv und auch nicht mutig und scharf genug denken. Und wenn man das rational nennen will, dann bin ich ganz damit einverstanden, dass meine Theologie rational ist. Ich würde auch sagen, die katholische Theologie muss, wenn sie eine Theologie des unbegreiflichen Gottes sein will, selbstverständlich mit dem Geheimnis rechnen. Aber, würde ich sagen, die traditionelle Theologie hat in nicht seltenen Fällen, dort, wo man noch weiterdenken könnte und müsste, erklärt, hier fängt das Geheimnis an, und hat zu oft einfach in Einzelfragen der Theologie so etwas wie ein Geheimnis statuiert, während der wahre Mysteriencharakter der Theologie die Theologie vor das eine und selbe einzige umfassende Geheimnis Gottes führen möchte. Ich gehöre ja, glaube ich, zu denen, wenn ich mich recht erinnere, die These aufgestellt haben, die Theologie müsse auch sich selber immer wieder in sogenannten Grundformeln des Glaubens konzentrieren können. Und man müsse, ich möchte sagen, fast in ein paar Sätzen sagen können, was eigentlich das Wesen des Christentums ausmacht. Ich habe gesagt, dass so normativ das apostolische Glaubensbekenntnis auch für Christen künftiger Zeiten bleiben wird, doch auch andere Grundaussagen, Grundformeln des Christentums gefunden werden müssten, die vielleicht für einen Menschen von heute oder nächsten Jahrhunderten verständlicher und unmittelbarer assimilierbar sind als zum Beispiel eine solche alte Glaubensformel. Herr Professor Ranner, wenn man die Fülle Ihrer literarischen Leistung überschaut, was ja im Grunde kaum möglich ist, dann fragt man sich, wie Sie das alles
geschafft haben neben ihren vielfachen anderen Verpflichtungen. Noch dazu, wenn man sie sagen hört, und ich zitiere sie, es gibt Tage, an denen ich nichts schreibe. Wissen Sie, ich bin auf der einen Seite immer früh ins Bett gegangen und bin relativ früh aufgestanden. Ich habe relativ wenig private Hobbys gehabt. Ich war weder ein Bergsteiger, noch war ich ein Fotograf, noch habe ich also sehr intensiv gesellschaftliche Beziehungen gepflegt. Wenn man also so in einer gewissen eremitenhaften Lebensweise seine Tage verbringt, dann braucht man weder sehr früh aufzustehen, noch sehr spät in die Nacht hineinzuarbeiten und kann, wenn man von Gott die Möglichkeit geboten bekommt, ruhig und ungestört zu arbeiten, kann man das, was ich da zusammengebracht habe, also sehr leicht bewältigen. Das ist nicht so tragisch gewesen. Nicht immer gefiel allen Kirchenoberen, was sie über Gott, Welt und Kirche gedacht und geschrieben haben. Wie reagierten Sie auf diese Feststellung? Ich würde zunächst einmal wirklich sagen, dass alle diese Dinge, die vorgekommen sind, mich nicht so furchtbar berührt haben, wie das vielleicht bei jüngeren Theologen heutzutage der Fall ist. Sehen Sie, wenn man Ordensmann Jesuit ist und eigentlich damit rechnet, dass die Obern einem, ohne dass da was Besonderes passiert sein muss, nach Indien schicken können, oder nach Afrika zu den Schwarzen im Busch, dann regt man sich über die Tatsache, dass man von Rom her unter Umständen in seinem theologischen Arbeiten Schwierigkeiten bekommt, nicht so furchtbar auf. Als die Glaubenskongregation in Rom unter Kardinal Ottaviani einmal sagte, ich dürfe nur weiterschreiben nach einer römischen außerordentlichen Zensur. Da habe ich gesagt, doch, dann schreibe ich eben nichts mehr, nicht wahr? Und dann ist das Problem aus der Welt geschafft. Das wurde dann aus dieser Sache nichts, weil dann das Konzil kam und nach römischer Methode solche Anordnungen dann stillschweigend wieder vergessen wurden. Aber Sie sehen daraus, dass man in alten Zeiten als katholischer Theologe sich über diese Sache nicht so furchtbar aufgeregt hat, wie man das heute zu machen pflegt. Ich hatte zunächst einmal ein partielles Redeverbot, das dann auch wieder zurückgenommen wurde. Und ich hatte von Rom aus auch einmal hier in Innsbruck einen, der also sich an Ort und Stelle erkundigen musste, wie ich eigentlich Theologie treibe, der aber sehr freundlich und sehr gerecht und objektiv war und mir nicht schadete. Und ich hatte einmal eben diese römische Vorzensur, aus der aber praktisch und konkret nie etwas geworden ist. Dies hatte damals alles der Kardinal Ottaviani veranlasst. Was war das für eine Persönlichkeit? Ottaviani war ein römischer Kanonist. Das heißt? Ein Kirchenrechtler. Er hat dann also das damalige Heilige Offizium, das jetzt Glaubenskongregation heißt, geleitet. Er hat sich selbst als ein Carabiniere des Heiligen Stuhles bezeichnet. Er hat natürlich eine etwas altmodische Theologie als selbstverständlich betrachtet und von da aus dann dies und jenes bei mir beanstandet. Aber persönlich war er eigentlich ein großartiger Kerl. Er hat ein Waisenhaus aus eigener Initiative begründet oder geleitet. Er war persönlich sehr nett. Er hat einmal
mich von Innsbruck nach München zum Eucharistischen Kongress in seinem Mercedes mitgenommen. Wir haben dann lateinisch zusammen Rosenkranz gebetet und uns über diese kirchenpolitischen Sachen gar nicht unterhalten. Er hat während des Konzils, wo er ja auch der Chef der sogenannten theologischen Kommission des Konzils war, der ich als Peritus angehörte, mir einmal erklärt, oh, wir haben ja gar nichts gegen Sie. Sehen Sie, diese römische Vorzensur, das ist ein besonderes Privileg, durch das wir Sie vor Missverständnissen dummer Freunde bewahren wollen. Ich habe dann gesagt, Eminenz, ich verzichte auf Privilegien. Und seitdem war also eigentlich nichts mehr, nicht wahr? Man hat mich sogar eingeladen, den alten, abgedankten Präfekten der Kongregation einmal zu besuchen. Ich ging nicht mehr, aber in alten Zeiten hat man alle diese Dinge anders empfunden und aufgefasst, auch bei der Kongregation selber. Die betrachteten einem vielleicht als vorlaute und wilde Theologen, denen man eins auf den Deckel geben müsse, aber das hat eigentlich mit persönlichen Widerwillen oder so ähnlichen Dingen eigentlich nichts zu tun. Herr Professor Rahner, nach einer 15-jährigen Lehrtätigkeit hier in Innsbruck wurden Sie 1964 zum Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Romano Guardini für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie in München berufen. Was bedeutete für Sie diese Nachfolge? Ich frage Sie so, weil ich weiß, dass Sie ja bereits als 18-Jähriger sich an den Schriften und Gedanken dieses großen Gelehrten geradezu ergötzt haben. Ich empfand das natürlich als eine sehr schöne, ehrenvolle Sache, weil diese Berufung von Romano Guardini letztlich selber ausging. Ich habe auch vor der Berufung mit ihm über die Sache gesprochen. Ich habe das gerne angenommen, wenn auch manches dann anders gekommen ist, als ursprünglich geplant war. Ich habe Guardini immer sehr hoch geschätzt und insofern war also eine solche Berufung etwas Bedeutsames, etwas, was auch insofern anders war als sonst, als ich zum Beispiel eine vorher möglich gewesene Berufung nach Münster auf Anordnung meiner Ordensobern von vornherein ablehnen musste. Von Innsbruck nach Münster damals, vor 64, wollte man mich nicht gehen lassen, weil man sagte, man braucht dich hier, aber nach München haben meine Obern auch von vornherein und gerne gestattet. Was war das besondere Kolorit der Persönlichkeit Romano Guardinis? Wenn ich da auch von einer kleinen Bemerkung Guardinis ausgehen darf, er hat einmal gesagt, in seinen jungen Jahren als Theologe hätten ihm die Zeiten des Modernismus und des Antimodernismus unter Pius dem Zehnten ein Trauma auf seinen Lebensweg mitgegeben, das nie mehr ganz verschwunden ist. Guardini wollte indiskutabel ein katholischer Theologe im Frieden mit der Kirche und auch mit dem römischen Lehramt sein. Und weil er in der Modernistenzeit, also so um 1910 herum, glaubte, sehr schlechte Erfahrungen mit dem römischen Lehramt als junger Theologe gemacht zu haben, war eigentlich nach meinem Gefühl er in seiner eigentlichen theologischen Produktion ein Mann, der von vornherein in seinen Fragestellungen
mögliche Konflikte von vornherein ausgespart hatte. Darf ich noch mal nachfragen, warum Sie doch nach einer relativ kurzen Zeit diesen Lehrstuhl verlassen haben, um dann nach Münster in Westfalen zu gehen, wo Sie bis zu Ihrer Emeritierung im Jahre 1971 Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte waren? Ja, sehen Sie, ich will das ganz ehrlich erzählen. Ich hoffe, niemand in München zu arg auf die Zehen zu treten. Es war einfach so, ich bekam einen Ruf nach Münster. Ich erklärte mit Zustimmung des damaligen Unterrichtsministeriums und auch mit Zustimmung von Kardinal Döpfner, ich bleibe in München, wenn ich auch in Theologie promovieren kann. Weil ich einen Assistenten und Mitarbeiter wollte, die in Theologie promovierten und dann in dieser Laufbahn akademisch weiterkommen sollten. Die theologische Fakultät hat mir praktisch der Sache nach diese an und für sich harmlose, auch sonst praktizierte und selbstverständliche Bitte abgeschlagen. Und dann blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, gut, dann nehme ich eben den Ruf nach Münster an. Guardini war sehr enttäuscht über mich und gekränkt darüber, aber es blieb mir eigentlich nichts mehr anderes übrig. Ihr theologisches Schaffen, Herr Professor Rahner, zeichnet sich aus durch eine kaum vorstellbare Vielfalt der Themen, einem Reichtum der Gedanken und einer erstaunlichen Variationsbreite. Ich denke hier an Ihr Bemühen, Theologie und Naturwissenschaft miteinander ins Gespräch zu bringen oder aber auch das Verhältnis von Christentum zu den nichtchristlichen Religionen zu überdenken. Ja, sogar das Gespräch zu suchen mit dem Atheismus und dem Marxismus. Zu all diesen Themeneinheiten möchte ich Sie gerne etwas fragen. Ist für den Naturwissenschaftler aus Ihrer Sicht eine Grenze gegeben? Gibt es eine Grenze, die nicht überschritten werden darf? Ich denke zum Beispiel an die Genforschung. Ja, ich meine, man muss natürlich unterscheiden, Naturwissenschaft als Wissenschaft und die Frage der praktischen Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Wenn Sie Atomphysik betreiben, dann können Sie eine Atombombe machen. Und die Frage ist, ob Sie Ihre durchaus Ihnen zuzubilligende physikalische Wissenschaft zu Atombombenfabrikation benutzen sollen, dass Sie Kernspaltung und ähnliche Dinge wissenschaftlich erforschen dürfen, das ist natürlich selbstverständlich. Und dasselbe können Sie natürlich fragen. Sie können Humangenetik betreiben als Wissenschaft, das ist eine Sache. Die Frage, welche Anwendungen Sie da für die Praxis betreiben sollen, aus menschlichen und sittlichen Gründen, ist eine andere Frage. Sie können Retortenbabys produzieren, Sie können eine gewisse Genmanipulation machen. Die Frage ist, ob das vernünftig ist, ob das richtig ist. Gibt es Grenzen, die aus christlicher Sicht beachtet werden müssen, die nicht überschritten werden dürfen? Ich würde sagen, dort, wo etwas unmenschlich und unhuman wird, im Grunde genommen die Würde einer geistigen Personalität verletzt, dort hört sich die Sache sinnvoll und gut zu sein auf. Wann und wo das der Fall ist, das ist natürlich dann im Einzelnen zu fragen und zu untersuchen. Da kann es vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten geben. Und darüber bin ich natürlich jetzt nicht mehr der dafür kompetent ist. Nicht? Vor einigen Jahren hat Ihre Definition vom anonymen Christentum viel Aufregung hervorgebracht. Was ist eigentlich unter dieser Definition vom anonymen Christen zu verstehen? Dass jemand, der seinem eigenen Gewissen folgt, ob er nun meint, Christ oder nicht Christ sein zu müssen, ob er meint, Atheist sein zu müssen oder das Gegenteil sein zu müssen,
dass ein solcher vor Gott und von Gott akzeptiert ist und das ewige Leben erreichen kann, das wir als das Ziel aller Menschen in unserem christlichen Glauben bekennen. Mit anderen Worten, Gnade, Rechtfertigung, Einheit und Verbundenheit mit Gott, Möglichkeit der Erlangung des ewigen Lebens, hat nur am bösen Gewissen eines Menschen eine Grenze. Herr Professor Rahner, der Höhepunkt Ihres Schaffens ist doch wohl darin zu sehen, dass Sie zu einer weltweit anerkannten, bedeutenden Schlüsselfigur des Zweiten Vatikanischen Konzils geworden sind. Ach nein, wissen Sie, ich glaube, das sind Übertreibungen. Gut, ich war am Zweiten Vatikanischen Konzil dabei. Ich hatte auch Kontakte mit den deutschen Bischöfen, mit den österreichischen Bischöfen. Ich war mal bei den brasilianischen Bischöfen zu Vortrag eingeladen oder mehrmals zu einem Vortrag eingeladen. Aber auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, da waren von der Natur der Sache her so viele Köche dabei, so viele Mitarbeiter, so viele Theologen und Bischöfe. Wenn es da Hunderte und Aberhunderte Verbesserungsanträge bei jedem Dekret von 2000 Bischöfen gegeben hat. Und wenn Sie bedenken, dass zum Beispiel in der Theologischen Kommission ich wahrhaftig auch bei den Theologen, auch im Unterschied von den Bischöfen, absolut nicht der Chef war, dann muss man also nicht so tun, als ob ich eine Schlüsselposition im Zweiten Vatikanischen Konzil gehabt habe. Herr Professor Rahner, woher haben Sie Ihre amtsunabhängige Autorität, die eben nicht nur als Konzilsberater aufgefallen ist, sondern eben jedem auffällt, der mit Ihnen zusammen ist? Also nun, ich war eine Zeit lang Mitglied der päpstlichen internationalen theologischen Kommission, aus der ich dann, weil sie mir zu langweilig vorkam und zu ineffizient vorkam, selber wieder ausgetreten bin. Ich war auch eine Zeit lang in der Theologischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist auch richtig. Wenn Sie sagen, ich hätte eine Autorität unabhängig von solchen amtlichen Vollmachten, dann würde ich sagen, wie groß diese Autorität ist, das weiß ich nicht so genau. Wenn es und insofern es eine gibt, würde ich sagen, kommt sie daher, dass ich für die Sache mit sachlichen Argumenten einzutreten versuche, mehr kann man ja nicht, und auch ein bisschen Zivilcourage, auch in kirchlichen Betrieb, nicht ganz vermieden habe. Worin bestand denn diese Zivilcourage? Sie sagten ja eben auch, dass Ihnen die päpstliche Theologenkommission zu langweilig war. Was hätten Sie sich denn da gewünscht, was da anders sein sollte in diesen Kommissionen? Ja, dass die römische internationale Theologenkommission wirklich in der Beratung, mehr nicht, der Beratung jener Fragen eingeschaltet worden wäre, die in der Glaubenskongregation konkret angestanden sind. Und das hat aber der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, der jetzt schon verstorbene Kardinal Schäber, ausdrücklich nicht gewollt. Also war dann ein Club von Theologen in Rom da, die gescheite Theologen waren, die gescheit miteinander diskutierten, aber ich hatte den Eindruck, dafür brauche ich nicht nach Rom zu gehen. Und das kann ich also mit meinen Kollegen in Deutschland genauso machen. Und dort kommt genauso viel oder genauso wenig heraus, wie bei dieser römischen Theologenkommission. Zu was soll ich also dann nach Rom fahren, nicht wahr? Eis kann ich auch in Deutschland essen, obwohl es das Gutes in Rom gibt. Haben Sie gelegentlich mal Eis in Rom gegessen? Ja, an der Piazza Navona kann ich Ihnen
einen Eisstand empfehlen, der sehr gut ist, nicht wahr? Also gelegentlich können Sie auch die Genüsse des Lebens voll genießen. Ja, ja, warum nicht, nicht wahr? Die guten Sachen hat einmal ein Aszet bei uns Jesuiten vor 60, 70 Jahren gesagt, sind nicht nur für die Spitzbuben da. Johannes der 23., der Sie als Konzilstheologe berufen hat, was war das für eine Persönlichkeit? Man hat ihn ja zunächst einmal nur so als einen Übergangspapst betrachtet. Er war im Grunde genommen ein außerordentlich konservativer Papst, ein menschlich sehr sympathischer Papst, sich selbst humorvoll betrachten könnende Persönlichkeit, die, ich sage das ganz einfach, von der Vorsehung Gottes benutzt wurde, das Konzil einzuberufen, was ein Pius XII. Sich nicht getraut hätte und vielleicht auch für überflüssig empfunden hätte. 1965 hat Papst Paul VI. Das Zweite Vatikanum feierlich geschlossen. Was war das für eine Persönlichkeit, Paul VI? Paul war ein außerordentlich gebildeter, vorsichtiger, persönlich bescheidener Mensch und Christ, der sicher sehr unter seiner ungeheuren Verantwortung gelitten hat. Er war vielleicht von Haus aus eher der Abwartende, Zögernde, der aber unter Umständen auch einmal gedrängt von seinem Verantwortungsbewusstsein da und dort vielleicht etwas beschlossen und getan hat, worüber man bei allem Wohlwollen und bei aller unbedingten Identifizierung seiner selbst mit dem römischen Papsttum als weniger glücklich empfinden kann. Aber ich glaube, dass man langsam merken wird, dass er doch ein bedeutender Papst war. Denn diese Übergangsperiode aus der pianischen Epoche in die neue, die erst noch kommen muss, in der viele Dinge noch am Gären sind, war eine Epoche, in der, glaube ich, Paul VI. Alles in allem getan hat, was man tun musste und was man tun konnte. Was ist die bleibende Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils? Das Zweite Vatikanische Konzil ist das erste Konzil einer Weltkirche, die wirklich Weltkirche und nicht eine Kirche in aller Welt mit europäischen Exporten sein will und angefangen hat, das zu werden. Das Zweite Vatikanum war ein Konzil, hinter das die Kirche nicht mehr zurück kann. Herr Professor Rahner, die Uhr im Hintergrund ist für mich Anlass, Sie zu fragen, was bedeutet Ihnen Zeit? Mein großer Lehrer Martin Heidegger hat ja darüber sehr viel nachgedacht. Eines meiner früheren theologischen Werke bezog sich auf den Tod. Und da ist ja auch von der Zeit im Zusammenhang mit dem Tod die Rede. Aber Zeit ist für mich letztlich die Möglichkeit, in Freiheit auf Endgültigkeit hinein über sich zu entscheiden. Ein gewissermaßen offener Raum, in dem so etwas wie geschichtliche Freiheit möglich ist. Ich habe vor kurzem einmal gelesen und dieses Wort hat mich sehr beeindruckt. Leben ist Fülle, nicht Zeit. Darf ich Sie fragen, wenn Sie zurückblicken auf Ihr bisheriges Leben, ob Sie eine erfüllte Zeit erlebt und durchlebt haben? Ja, wenn ich auf mein individuelles Leben zurückblicke, dann kann ich ja vielleicht sagen,
Es ist dieses und jenes gelungen, das und jenes erlebt und getan worden, diese und jene Begegnungen, auch der Liebe, der Treue und so weiter erfahren worden. Und insofern hat natürlich dieses mein bescheidenes, kleines, kurzes Leben doch auch eine gewisse inhaltliche Fülle, wenn man das so nennen will. Auf der anderen Seite macht natürlich derjenige, der seine Zeit erlebt, die Erfahrung, dass all das, was er erlebt hat, scheinbar ihm wieder genommen wird in eine unverfügbare Vergangenheit und bloße Gewesenheit zurücksinkt, und der Glaubende hofft, dass dieses sein Leben ihm eben in einer wahren, bleibenden, endgültigen, gereinigten Fülle von Gott her noch einmal entgegenkommt. Denn wir sollen ja nicht einfach die werden, die einmal von Gott in einer ganz anderen, nur nicht vorhersehbaren Weise beseligt und begnadigt werden, sondern unser zeitliches Leben soll in seinem Ertrag eingefügt in das Leben Gottes, unser ewiges Leben werden. Die Zeit soll reifen, die Zeit soll sich, biblisch gesprochen, erfüllen, nicht nur im Ganzen der Menschheitsgeschichte, sondern auch im einzelnen Leben. Und das, was scheinbar nur vergangen und verflossen ist, das soll uns noch einmal als unsere eigene spezielle Seligkeit im Leben Gottes neu entgegenkommen. Wie erleben Sie die Zeit des Alterns? Ja, es gibt natürlich sehr viele Leute, nicht wahr, gerade heute, die löbliche und etwas herbeigezerrte Lobsprüche über das Alter machen. Es gibt auch ein beruhigtes Alter, ein weises, ein abgeklärtes Alter, ein vielleicht schönes Alter, in dem man auf sein Leben zurückblickt. Aber es gibt eben auch ganz nüchtern das Alter, das immer näher dem Tod entgegengeht, ein Alter, in dem man abgebaut wird, ein Alter, in dem man da oder dort in dieser oder jener Hinsicht den Eindruck hat, auf das tote Geleise geschoben zu werden, ein Alter, in dem man mühsam eben das Ende seines Lebens kommen sieht. Die mit diesem Alter, meine ich, muss ein Christ auch illusionslos, nüchtern, fertig werden, weil er eben eine Hoffnung, wie Paulus sagen würde, gegen alle Hoffnung hat. Mit dem Älterwerden geht da auch die Einsamkeit parallel einher? Bis zu einem gewissen Grade schon. Man soll da nicht lyrisch sich selber bedauern, aber auch da wieder nüchtern sehen, dass man in einer Umgebung lebt, die lebendiger ist, als man selber die Aufgaben hat, bei denen man selber nicht mehr mitarbeiten kann, sodass man dann also unvermeidlich bis zu einem gewissen Grade also vereinsamt. Damit muss man auch rechnen. Aber wenn es Wüstenväter früher gab, die bewusst und zielstrebig schon in jungen Jahren in die Einsamkeit der Wüste sich verzogen und darin noch einen Lebenssinn, nämlich den eines betenden Verhältnisses zu Gott, fanden, dann kann man ja im Alter mit der Einsamkeit seines Lebens auch noch fertig werden. Herr Professor Rane, darf ich so fragen, haben Sie Angst vorm Tod? Ich würde sagen, ich
darf das Recht haben, Angst vor dem Tod zu haben. Jesus hat es im Ölgarten schließlich auch so erfahren. Ich kann jetzt im Augenblick nicht behaupten, ich hätte eine fürchterliche Angst vor dem Tod. Es geht mir leider Gottes oder Gott sei Dank noch zu gut, nicht wahr? Aber wie gesagt, eine letzte freie Verfügung oder ein letzter stoischer Appell, als ob einem von vornherein christlich eine Angst vor dem Tod verboten wäre, das kann ich also nicht anerkennen. Ich warte ab, wenn ich Angst vor dem Tod habe, werde ich mich mit meiner Angst in Gottes Gnade geben. Und wenn ich diese Angst nicht habe, dann ist sie auch gut, nicht wahr? Es gibt sicher Leute, die sehr angstlos sterben. Aber eben, ob man das eine oder das andere Sterben einem verfügt ist, das ist auch noch einmal eine Sache, die Gott und nicht in tut und nicht in meine Kompetenz fällt. Seit jeher gehörte die Zukunft zu den großen Themen der Theologie. Und es deutet sehr vieles darauf hin, dass der heutige Mensch auch immer mehr nach seiner Zukunft fragt, auch der säkularisierte Mensch. Dies umso mehr, als der schillernde Traum vom Fortschrittglauben ganz offensichtlich getrogen hat. Herr Professor Rahner, wie sehen Sie die Zukunft unserer Welt, die der Kirche und die Ihres eigenen Lebens? Wenn ich mit meiner Zukunft anfangen darf, die beschränkt sich auf ein mehr oder mindere Hoffnung eines, wie es im evangelischen Kirchenlied heißt, edlen Friedens noch für ein paar Jahre. Eine Hoffnung, die trügen kann. Und dann habe ich eben über alle diese irdischen Möglichkeiten, Hoffnungen und so weiter hinaus, die ich zitternd und mit einem gewissen Bangen habe, die Hoffnung auf die absolute Zukunft, auf Gott selbst. Ich würde sagen, über alle möglichen materiellen, biologischen, auch geistigen Evolutionen hinaus, die durchaus den Menschen vielleicht noch erreichbar sind, habe ich die Hoffnung des ewigen Lebens. Auch wenn ich mir nicht konkret vorstellen kann, wie das eigentlich aussehen wird. Aber dass der absolute, unendliche, heilige, unendlich gute Gott sich selber mir als meine Zukunft verheißen hat, das weiß ich durch die Botschaft des Christentums, das nehme ich Jesus ab. Und deswegen habe ich eine gute, eine unbedingte Hoffnung, die natürlich, solange ich da unten bin und schlechte Erfahrungen mache, mit meinem Leben, mit meiner Gesellschaft, mit meinem Volk, und so weiter, immer auch eine angefochtene Hoffnung ist. Das ist selbstverständlich. Aber ich halte eisern, wenn ich so sagen kann, bis in die Nacht des Todes daran fest, es gibt ein ewiges Licht, das mir leuchten wird. Aber ich würde sagen, geht die Welt durch eine Atombombe unter? Oder wird sie immer weiter in wirtschaftliche Misären hinein sich entwickeln? Das wäre alles furchtbar und schrecklich. Was jeder Mensch dazu tun kann, dass solche Dinge sich nicht einstellen, dazu ist er vor Gottes ewigen Gericht verpflichtet und wird dafür Rechenschaft ablegen müssen. Aber wenn die Menschheit oder ein Volk trotzdem in einen Abgrund stürzen würde, dann wäre ich eben auch da immer noch in der festen Überzeugung oder hoffe sie zu bewahren, dass auch ein solcher Absturz immer noch letztlich, ich möchte sagen, in den Armen eines unendlichen, unendlich guten, unendlich mächtigen Gottes landet.